Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2. Und ja, wir begeben uns nun ins letzte Kapitel des Spiels. Die letzte Aufgabe. Und eine Truhe erwartet uns gleich. Ein Sammlergemälde. Oh, das ist Rosabelle. Und sie sieht nicht so gut gelaunt aus. Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Wartet, da ist etwas hinter dem Bild. Seht mal. Ja, hinter dem Bild ist eine Geheimwand. So, räumen wir das Bild mal aus dem Weg und gehen einfach mal weiter. Oh, mal wieder so ein toller Spiegel. Der uns weiß Gott wohin führt. Prinzessin Isabel! Eure Ritter sind hier! Wacht auf, Eure Majestät! Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir werden euch gleich befreien. Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin, doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber. Er ist nahezu unumkehrbar. Ihr solltet nicht hier sein. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle sterbt. Das Artefakt wird dir niemals helfen. Damit kommst du nicht durch, wie auch immer dein übler Plan aussieht. Schweigt, Gesindel! Es war nicht meine Absicht, dass der Wald Isabels Macht stiehlt. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Zuerst muss ich euch drei loswerden. Lasst mich euch mein kleines Haustier vorstellen. Das klingt nicht gut. Oh, den kennen wir ja noch. Okay. Oh nein! Nicht der Drache! Aua. Wasser. Hilft uns das irgendwie, außer dass uns der Drache verbrennt? Ja. Okay. Das war schon mal ein Anfang. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und auf der anderen Seite das Spielchen wahrscheinlich auch nochmal. Hä? Ja. Ja. Mist. Oh, wir haben was getroffen. Zielt auf die Ohrringe! Ach, da oben ist der Heil. Mit herzlichen Grüßen. Wow. Also, das ist Bossfight hier. Ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Wow. Aua. Dein Verrat wird nicht ungestraft bleiben. Du hast deine Schwester betrogen, um Königin zu werden. Und ich wäre Königin geblieben, wenn der Wald nicht ihre Kräfte gestoßen. Er zittert vor Furcht. Ja, ich will hier gar nicht so viel hineinreden. Au. Kreaturen der Nacht, folgt meinem Ruf. Der Tod dieser Mauern ist langfällig. Wow. Ja, jetzt kommen auch noch explodierende Fässer. Wollt ihr mich veralbern? Wow. Aua. Blöder Drache. Komm, ich muss auf deinen Ohrring ziehen, auf der anderen Seite. Hilfe. Nicht so schön. Was willst du hier? Jetzt wollte ich fragen. Glaubt ihr, ihr könnt mein Haustier verletzen? Sein Wille ist an meinen Willen gebunden. Seine Stärke an meine Stärke. Wow. Wir müssen doch das eine Horn kaputt machen. Aua. So. Flamme.
nicht so gut. Aha. Müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass er uns das andere Horn hinhält. Genau das da. Nein, das ist ein Stein. Den brauchen wir nicht unbedingt. Genau, so, sehr schön. Geschafft! Das war der Drache. Die Ranken, die die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was ist passiert? Lebe ich noch? Rosie! Überrascht sahen die Helden, wie Rosabelle in den unterirdischen See fiel. Isabel tauchte dem Schatten Rosabelles hinterher. Kurz darauf kehrte Isabel mit ihrer Schwester zurück. Danke für die Befreiung, Helden. Sehr erfreut, Frau Prinzessin. Wenn nur die Umstände heiterer wären. Rosie, sie war schon immer sehr stur. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich will nur nach Hause. Ich fürchte, euer Schloss liegt in Trümmern. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Toll. Wie kommen wir hier wieder raus? Die Portale sind alle verschwunden. Da erschien der Trine und erfüllte die Höhle mit seinem goldenen Licht. Das Licht wurde wärmer und heller und hüllte alle in eine unsichtbare Decke aus Wohlbehagen und Sicherheit. Die Tunnel verschwanden aus ihrem Blickfeld. Das war der Twine aber ziemlich groß. Der Twine brachte unsere Helden genau in den Wald zurück, in dem der Zauberer und der Ritter sich zu Beginn getroffen hatten. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja, also bist du doch ganz anständig. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Die drei Helden sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer, bevor sie morgens aufbrachen. Das die Prinzessin Ende. Und die Kürbisse wurden gerettet. Die Kürbisse. Das Abenteuer neigte sich dem Ende entgegen. Ende? Von wegen. Wir haben eine Überraschung. Der Kobold, der geht um. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus' Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft. Das ist Amadeus Frau. Ziemlich schlaghaft. Lass mich sofort los! Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Goblins. Lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Ja, das sieht aus wie ein neues Abenteuer. Und ein neues Abenteuer heißt ein neues LP. Ja. Hiermit schließe ich das Let's Play von Twine 2 mal ab. Und diese neue Geschichte hier, die erzähle ich euch in einem anderen Let's Play. Das wird dann wahrscheinlich mal wieder ein kleines Nebenprojekt werden. Aber ja. Das kam jetzt ziemlich überraschend. Ich dachte, die Geschichte wäre zu Ende, aber jetzt kommt Kobold und entführt Amadeus Frau. Auch gut.
So, ein kurzes Feedback zu diesem Spiel, also zu 2.2. Es war anders als der erste Teil, definitiv. War auf jeden Fall schwieriger, bis auf das letzte Level. Das war im Gegensatz zum letzten Level von 2.1 ziemlich einfach eigentlich, den Drachen zu besiegen. Aber gut. Jetzt haben wir hier, was auf jeden Fall besser gemacht ist, sind die neuen Rätsel. Also das mit diesen Rohren, mit dem Feuer und allem. War auf jeden Fall cool gemacht. Was auch besser war, war das mit dem Stufenaufsteigen. Also dass nicht mehr alle drei gleichzeitig ihre Punkte gekriegt haben, sondern man immer nur die Punkte gleichmäßig entscheiden musste, wie man die Punkte verteilt. Und dass jeder halt einen Skilltree bekommen hat und nicht nur drei Fähigkeiten, die man verbessern konnte. Das war gar nicht mal so schlecht. Und dass sie die Energie abgeschafft haben. Das war im ersten Teil ja fast schon nicht nötig. Hat man ja gesehen, abgesehen von dem einen Mal, wo ich versucht habe, an die eine Erfahrung ranzukommen. Aber gut. So viel zu 2.2. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei meinen anderen Projekten und an der Fortsetzung von 2.2, wenn wir dieses neue Abenteuer hier starten. Bis dann.